Sturz beim Kaffee holen in der Kantine ist ein Arbeitsunfall. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Wir berichten auch manchmal über aktuelle neue Urteile, so unter anderem auch über ein Urteil des Hessischen Landessozialgerichts. Das hat nämlich Folgendes geurteilt: Ein Sturz auf dem Weg zu einem Getränkeautomaten am Arbeitsplatz ist als Arbeitsunfall anzuerkennen. Der Sturz eines Beschäftigten beim Kaffeeholen sei unfallversichert, teilt das Gericht in Darmstadt mit. Das Zurücklegen des Weges, um sich einen Kaffee an einem im Betriebsgebäude aufgestellten Automaten zu holen, habe im inneren Zusammenhang mit der versicherten Tätigkeit des Beschäftigten oder der Angestellten gestanden. Die 57-Jährige rutschte dem Gericht zufolge auf dem Weg in dem Sozialraum eines Finanzamtes auf nassem Boden aus und brach sich einen Lendenwirbel. Die Geschädigte hat dann einen Arbeitsunfall bei der beklagten Berufsgenossenschaft beantragt. Die hat das naturgemäß abgelehnt und hat gesagt, dass der Versicherungsschutz, also der Unfallversicherungsschutz, regelmäßig beim Durchschreiten der Kantinentür Ende. Alles, was dort passiert, ist dann private Verrichtung. Die Kasse hat dann in der ersten Instanz, also vor dem Sozialgericht, Recht erhalten und in der zweiten Instanz hat das LSG aber das Rad gedreht und hat dann der Klägerin Recht gegeben. Der Unfallversicherungsschutz ende auch nicht an der Tür zum Sozialraum, der sich innerhalb des Betriebsgebäudes befindet. So das LSG. Dieser Raum gehöre eindeutig zum Verantwortungsbereich des Arbeitgebers. Darüber hinaus sei der Sozialraum zum Zeitpunkt des Unfalls nicht als Kantine bzw. zur Nahrungsaufnahme genutzt worden. Das heißt also, da steht wahrscheinlich nur der Kaffeeautomat drin. Da ist die Geschädigte reingegangen und hat sich dort drin beim Kaffeeholen den Lendenwirbel gebrochen. Aber meine Damen und Herren, das Urteil ist natürlich noch nicht rechtskräftig, denn das LSG, das hessische LSG, hat die Revision zum BSG zugelassen. Ich gehe davon aus, dass das BSG hier nochmal genauer hinschauen wird und möglicherweise, wir wissen es aber nicht, das Urteil noch aufheben wird oder dem Urteil der Entscheidung des LSG eine andere Richtung geben wird. Aber interessant: Unfallversicherungsschutz beim Kaffeeholen auf Arbeit. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.